Reporter ohne Grenzen setzt sich weltweit für Pressefreiheit ein. Mit Hilfe unseres Fotobuchs, das einmal im Jahr erscheint, immer am 3. Mai, das ist der Tag der Pressefreiheit, gelingt es uns auch, eben diese Arbeit zu finanzieren. Und in diesem Jahr ist es ein besonderes Jubiläum, denn das Buch erscheint zum 30. Mal. Dem Krieg im Nahen Osten widmen wir uns aus zwei Perspektiven. Die Fotografin Samar Abu Elouf ist selbst aus Gaza und hat unter dramatischen Umständen dort weitergearbeitet. Hier sieht man eine Szene aus dem Krankenhaus im Gazastreifen, wo die Ärzte kaum noch wissen, wie sie all die Patienten versorgen sollen. Es ist eben ein Krieg, der viele, viele Opfer kostet. Es sind wirklich sehr viele Journalisten in Gaza getötet worden. Der Fotograf Tamir Khalifa, der auf israelischer Seite fotografiert hat und nach dem Massaker am 7. Oktober die Trauer und den Schock versucht hat, in seinen Bildern abzubilden. Hier auf dem Bild sehen wir Forensiker. Sie müssen sozusagen nachspüren, was geschehen ist. Eine lange Tafel mitten in Tel Aviv, die daran erinnert, dass die Geiseln immer noch verschleppt im Gazastreifen sind. Agata Szymańska Medina ist Fotografin und hat in diesem Jahr am Fotobuch mitgewirkt. In meinem Projekt The Formation of Democracy geht es um Sichtbarkeit der unsichtbaren Prozesse, die bei der Aushöhlung der Demokratie in Polen eine große Rolle gespielt haben. Dafür bin ich seit ungefähr 2 Jahren immer wieder nach Polen gefahren. Ich habe mich mit kritischen Richterinnen und Richtern getroffen. Ich habe sie interviewt und fotografiert und auch parallel Dokumente für Machtmissbrauch gesammelt. Die Idee mit der Zeitung kam vor den Wahlen. Ich wollte eine Informationskampagne in Polen starten. Ich habe 5000 Exemplare von der Zeitung gedruckt, bin dann quer durchs Polen gefahren und wollte einfach Menschen auf der Straße diese Zeitung verteilen. Durch den Kauf des Fotobuchs unterstützen Sie unsere Hilfe für Journalistinnen und Journalisten weltweit und setzen ein Zeichen für die Pressefreiheit.